In Israel gehen seit dem Dienstagmorgen tausende Menschen gegen die umstrittene Justizreform der Rechtsregierung von Premier Benjamin Netanyahu auf die Straße. Die Organisatoren der seit Monaten andauernden Proteste hatten diesen sogenannten Tag der Störung angekündigt. Demonstranten blockieren landesweit mehrere Straßen, vereinzelt kam es zu Festnahmen. Es wurde erwartet, dass sich die Proteste im Laufe des Tages noch intensivieren. Der Gesetzesentwurf soll die Handlungsmöglichkeit des höchsten Gerichts einschränken, für viele Israelis eine Gefahr für die Demokratie. They are running like crazy to do the legislation without any achieving a consensus. And at the end, they are risking our country. As a right-wing man, political opinion man, I think and I'm convinced that the way things are going here are very bad for us as a democracy. Das Parlament in Jerusalem hatte in der Nacht zum Dienstag den Gesetzesentwurf in erster Lesung gebilligt. Bis die Änderung in Kraft tritt, sind zwar noch zwei Lesungen notwendig, doch die Justizreform hat damit eine weitere wichtige Hürde genommen. Und Premierminister Netanyahu verfügt über eine komfortable Mehrheit im Parlament, nachdem er eine Koalition mit rechtsextremen und ultrareligiösen Parteien gebildet hat.